Meine Aufgabe ist im Bereich der Patientenversorgung, sowohl auf Normal- als auch auf Intensivstationen, wo auch immer die Patienten liegen, die eben mit Covid betreut werden müssen. Letztendlich bin ich der, der vorbeikommt, wenn mal wieder die Bronchoskopie ansteht. Dass wir, selbst wenn wir ja eigentlich mit wenig Wissen reingehen in die ganze Situation, wenn wir das tun, von dem wir wissen, dass es funktioniert, und das dann sorgfältig tun, dass wir damit eigentlich gut letztendlich mit so einer Situation fertig werden können. Die klinische Versorgung der Covid-Patienten, das ist bei weitem nicht zu Ende. Es verläuft eben in Wellen, und auch wenn wir momentan das Glück haben, dass wir auf unsere Normalstation eben nicht mehr so viele Patienten täglich aufnehmen müssen. Für mich persönlich sind insbesondere die Reisebeschränkungen das zentrale Thema. Da meine Frau und meine beiden Kinder aktuell in Washington DC leben und ich vorher halt regelmäßig pendeln konnte, soweit man das denn von Aachen Richtung Washington DC sagen kann. Und das ist jetzt natürlich nicht mehr möglich. Naja, letztendlich ist es ja so, wenn wir alle als Gesellschaft zusammenhalten, wie wir das ja im Frühjahr und ja auch jetzt wieder schaffen, dann auch mit so einer letztendlich ja für alle furchtbaren Situation zusammen fertig werden können und das letztendlich zusammen hinbekommen können. Dass man letztendlich nicht so richtig sich auf alles vorbereiten kann, und auch wenn man sich Dinge eben vorstellt, die sehr plötzlich ganz anders kommen können. Ja, das ist, glaube ich, etwas, was sich jeder am meisten wünscht, dass wir zum Ende des Jahres zumindest wieder ein normales Leben führen können.